hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um das Linux-Betriebssystem Kombian 64. Ich mache mal hier eben so ein bisschen Licht an, damit ich auch was sehe. Ja, was ist Kombian 64? Es ist ein Betriebssystem, ja, welches den C64 emuliert. Und zwar bin ich auf der Seite c64games.de auf den Punkt Emulator gestoßen. Hier sind eben mehrere Emulatoren, die hier vorgestellt werden. Und unter anderem auch Kombian 64, der ultimative C64 Emulator für das Raspberry Pi. Da dachte ich mir so, wow, ich hab zwei Raspberry Pis, also das wollen wir doch mal testen. Ne? Diese Linux-Disposition kannte ich vorher noch gar nicht. Und ja, ich habe mich jetzt hier mal so ein bisschen schlau gemacht, hier so ein bisschen gelesen, mir so ein paar Videos hier angeschaut, wie andere das jetzt hier so installiert haben und sogar in so einen richtigen alten Gehäuse eingebaut haben, den Raspberry Pi. Und da kann man schon richtig tolle Sachen mitmachen. Auf Englisch und Deutsch, das Video habe ich leider nicht gefunden. Ja, deswegen bietet sich das ja an, dass ich darüber auch mal ein Video mache, dachte ich mir so. So, dann werde ich das Betriebssystem jetzt erstmal herunterladen. Wollen wir mal schauen, wo hier der Link ist. So, Kombian 64V3.7. Sofort runterladen, Download. Ich gehe da jetzt einfach mal ganz blind ran und lade mir das einfach mal herunter. Ja, dann machen wir doch mal Download. Ja, jetzt warten wir den Download mal ab. Und dann packen wir das Ganze mal auf eine SD-Karte. Ja, weil in Raspberry Pi kommt da so eine SD-Karte rein. Ja, kennt bestimmt jeder so ein Raspberry Pi. Kann ich noch mal ganz kurz herauskramen. Wo ist das Schätzchen? Ja, so würde das Schätzchen ungefähr aussehen. Ich denke mal, ich werde das mit dem Raspberry Pi 5 mal versuchen. Soll auch mit dem 400er, soll es wohl am besten laufen, da habe ich zwar irgendwo gehört, aber ich nehme mal jetzt den Raspberry Pi 5 und zur Not hätte ich noch den Raspberry Pi 3 im Angebot. Die Homepage als solches ist jetzt nicht gerade jetzt so aussagekräftig. Gut, hier steht nochmal drauf, das ist der neueste Stand, ist vom Juli 2023, ja, knapp ein Jahr alt. Also das ist in der Retro-Szene schon verdammt brandneu, auf jeden Fall. What is Kombian 64? Fragezeichen. Ja, und hier steht auch nochmal, Kombian 64 ist eine Raspberry Pi Disposition, die fähig ist, die Commodore-Maschine in ein paar Sekunden zu booten. Und es benutzt die neueste Wine-Version im Hintergrund und emuliert alle All-Commodore-Machines. Okay, also das heißt, den VIC-20, C16, also kommen schon einige zusammen. Weiß nicht, ob der PET auch noch mit dabei ist. Commodore 128 dann vielleicht auch noch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr interessant. Das bedeutet, man kann es modifizieren, improve und customize it as you like. Okay, im Endeffekt, man kann damit eigentlich alles machen, was man will, in Anführungsstrichen. Und das finde ich auch schon mal ganz gut. Oh, und Kirai wird wohl auch noch mit unterstützt. Ja, Kirai ist ja so eine Adapterplattform, die kann man an einen Raspberry Pi anschließen und dann kann man original Joystick damit betreiben und die Originaltastatur kann man damit direkt draufstecken. So, und damit wäre der Download beendet. Das Ganze hat jetzt hier 3,7 GB, doch so viel. Das wundert mich schon. Ja, okay, es steckt auch eine richtige Distro dahinter. Und okay, es ist so, wie es ist. Ich würde sagen, ich flashe das Ganze jetzt auf die SD-Karte. So, für den Raspberry Pi nimmt man ja normalerweise den Imager. Genau diesen hier. Genau. Aber dieses Betriebssystem installiert sich anders. Nicht über die Raspberry Pi eigene Software, sondern man kann zum Beispiel den Start-Medien-Ersteller nehmen. Der ist ja von Ubuntu direkt mit dabei. So, die Installation war erfolgreich. Ich klicke auf Beenden. Ja, nehme jetzt hier dementsprechend die SD-Karte aus dem Adapter raus. Stecke die hier rein in Raspberry Pi 5. Na, so, ganz vorsichtig. Ja, dieses Gerät wäre das. Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM.
Also ziemlich das aktuellste Modell, was es zurzeit auf dem Markt gibt von Raspberry Pi. Und entscheidend ist hier das Netzteil. Da hatte ich nämlich etliche Probleme mit. Man braucht, hier steht drauf, 5 Volt, 3 Ampere Minimum. Ich habe ein Netzteil angeschlossen, was 5 Volt und 3 Ampere hat. Und da gab es immer Fehlermeldungen. So nach dem Motto, zu wenig Power. Und deswegen habe ich jetzt hier ein Netzteil mit 65 Watt bzw. mit 18 Watt. Und noch ist er nicht an. Hier habe ich noch einen Kühler, weil der Raspberry Pi, der wird nämlich unheimlich heiß. Das ist das Problem. Und ja, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen improvisiert, das Ganze. Keine Frage, aber es ist eh nur zu Testzwecken. Und was habe ich noch angeschlossen? Hier wäre eine USB-Soundkarte. Die ist jetzt hier mit so einem Adapter oder ja, eigentlich ist es ein Hub. Ich benutze das nur so als Verlängerung verbunden, weil der ist nämlich hier ziemlich dick und dann gibt es Probleme mit den anderen Steckern. Dann habe ich noch eine USB-Maus und eine USB-Tastatur. Das heißt halt Stopp. Die USB-Tastatur, die kommt jetzt hinein. Ja, genau hier. Hier habe ich ja auch noch zwei frei. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Papier drunter gelegt, weil das Ganze ist hier Metall. Nicht, dass ich hier in kurzen verursache. Das wäre ja blöd. Ja, Betriebssystem ist drin. Alles miteinander verknüpft. Ja, hier wäre der Stromanschluss, hier wäre HDMI. Und dann kann das Ganze eigentlich jetzt starten. So, LED leuchtet. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert. So, was steht denn hier geschrieben? Install NOS on this Raspberry Pi. Press and hold Shift Key to stop boot and start NetInstall. Dann kann man noch Escape klicken. To cancel, das will ich auch nicht. Okay, er tried hier, trying boot mode, USB. Ja, okay, bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Der Raspberry Pi 5 hat zwar auch WLAN, aber trotzdem schließe ich es erstmal über LAN an, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass ich alle Pakete sofort herunterladen kann und es da nicht zu unnötigen Komplikationen kommt. Okay, das scheint wohl nicht zu funktionieren. Irgendwie passiert ja nichts. Ich mache mal das, was hier steht. Press and hold Shift Key to stop boot and start NetInstall. Ja, dann machen wir das doch mal. Deswegen auch das LAN-Kabel, dass da auf jeden Fall ich da alle Optionen ausnutzen kann. Waiting for network. Okay, dann warten wir mal. Please wait. Okay. Downloading Installer. Ja, jetzt tut sich etwas. Jetzt tut sich etwas. Oben steht auch nochmal die Quelle. FW Downloads alias 1 oder 1 Raspberry Pi.com. Starting Installer. Boah, klingt ja erstmal ganz gut. Eine etwas andere Art, etwas zu installieren. Okay. Hier wäre also das Ganze in groß. Device, was haben wir denn da? All. Ja, dann machen wir mal all. Choose. Okay, ich stelle erstmal jetzt hier auf Deutsch. So. Tastatur dementsprechend auch Deutsch. Wo haben wir das denn? Das könnte DE sein, ne? Meistens wäre das DE. SD-Karte wählen, ja. Okay, das scheint so schon mal nicht zu funktionieren. Ich mache ein Reset. Mal schauen wir, was jetzt passiert. Okay, jetzt weiß ich auch, warum es nicht funktioniert. Also Raspberry Pi 5 wird noch nicht unterstützt. Gut, dann versuche ich das Ganze mal mit dem Raspberry Pi 3. So, das wäre der Raspberry Pi. Eigentlich so ähnlich, nur der hat nur einen USB-Anschluss. Okay, das ist in dem Fall nicht schlimm. USB-Soundkarte brauche ich nicht, weil der hat nämlich hier eine eingebaute Soundkarte. So, dann machen wir mal hier den Hub dran. Einmal die Tastatur. Einmal, was war das nochmal? Ach, die Maus. Ja, das Betriebssystem ist drin. Was brauchen wir noch? Netzwerk. Okay, da improvisieren wir dann auch. Da ist jeder doch irgendwie so ein bisschen anders aufgebaut. Ja, nehmen wir mal den hier. Gibt ja für alles einen Adapter heutzutage. Den schließen wir auch mal hier an. So, und dieses Kabel passt nicht. Auch das ist kein Problem. Nehmen wir
die klassische Größe. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Strom. Stromanschluss wäre, glaube ich, der gleiche. Mal testen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Strom wäre hier. Ja, auch hier haben wir einen anderen Stromanschluss. Naja, einfach kann ja jeder, ne? Ich hoffe mal 18 Watt reichen. Für den kleinen Schnuckling hier. Passt nicht? Warum passt er nicht? Ah. Passt. So, Verbindung wäre gegeben. Ja, ich muss hier unbedingt mal aufräumen. Ich bitte dieses Chaos hier zu entschuldigen. So, legen wir mal hier drauf. Da ist er ein bisschen geschützt. Hier tut sich etwas. Blitz, da habe ich wieder ein Stromproblem. Und ich habe ein Commodore 64. Wie schön ist das denn? Der Tuxa. Nein, nicht Ed. Gut, das funktioniert soweit. Ja, und das, was ich vorhin meinte mit der Stromzufuhr, da meckert er, obwohl er jetzt 18 Watt bekommt. Warum auch immer. So, über die Taste F9 kommt man hier in so ein Menü hinein. Und hier hat man verschiedene Möglichkeiten, etwas einzustellen. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal, was man jetzt hier machen kann. Drive zum Beispiel, Drive 8. Okay. Tape Cartridges kann man irgendwie wohl aktivieren. Und hier sind schon ein paar Vorauswahl. MMC Replay wäre Easy Flash, könnte man von vornherein schon. Also alle kenne ich jetzt nicht. Georem sagt mir was, habe ich den schon mal gehört. Magic Voice. Okay, Retro Replay, das kenne ich doch auch. Ja, okay, da sind schon ein paar vorinstalliert, finde ich gut. Machine Settings. Denk mal, welchen SID ich einstellen kann. Joystick Port. Maus. Okay. ROM Setting. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Video Setting. Wie könnte ich denn jetzt ein Image mounten? Das wäre für mich interessant. Was ist, wenn ich sage Quit Emulator? Okay, dann käme ich hier hin und wäre dann in der Konsole drin. Und jetzt schauen wir mal, wie lange der braucht, um hochzufahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, Underworld detected. Ja, irgendwas stimmt mit der Stromzufuhr nicht. Obwohl er 18 Watt bekommt. Vielleicht braucht er auch mehr Watt. Ich weiß es nicht. Ja, und da wäre da. Ich schätze mal so 20 Sekunden hat er vielleicht gebraucht. Auf jeden Fall länger als die echte Hardware. So, das wäre jetzt F10. Auto-Image. Was ist ein Auto-Image? Ah, okay. Wenn ich jetzt hier ein paar D64 hätte, das könnte ich mal ausprobieren. Ich überspiele mal ein paar D64 Dateien auf die SD-Karte und dann melde ich mich dann halt dementsprechend nochmal wieder. Okay, ich drücke jetzt F10. Ich drücke Autostart Image. Genau, und hier hätte ich dann C64 Dateien. Hier hätte ich dann dementsprechend so ein paar Spiele, sage ich einfach mal. Also nehmen wir das mal. Ich nehme mal irgendetwas. Ah, okay. Ich drücke einfach mal Enter. Und dann wird das Image geladen. Ich teste auch mal sofort, ob wir Ton haben. Ich stecke mal den Klinkenstecker hinein. Und wie Sie hören Sie nichts. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, ich denke mal, jetzt spätestens sollte ja Ton da sein. Ton wäre jetzt nicht da. Ich drücke F10. Dann schauen wir mal unter Sound Setting. System. Ja, ich denke, das können wir ruhig so lassen. Hier wäre die Frequenz, Lautstärke, Sound. Ich denke mal, das soll Sound On heißen. Ja, viel mehr Möglichkeiten habe ich jetzt hier auch nicht.
Oder der Sound geht über das HDMI-Kabel. Das kann natürlich auch sein. Warp-Modus. Okay, Warp-Modus kann man hier auch einstellen. Das macht erstmal einen ordentlichen Eindruck. Nur wenn der Sound nicht funktioniert, wäre das natürlich blöd. Action on CPU Jam. Continue. Okay. Snapshot Sampler Sound Setting Machine Setting. Model Setting Hardware. Ethernet. Interface. Ha. Ja, LAN. L0 müsste LAN sein, ne? Komm, wir machen mal WLAN. Einfach mal testen. So, und dann hat man natürlich jetzt hier die Möglichkeit, das Betriebssystem ganz normal zu benutzen, seine Programme hier zu schreiben. Ja, was man halt eben dann immer so tut hat. Mit der Tastaturbelegung ist jetzt bei meinem Setup natürlich, muss man erst gucken, wo ist die One-Stop-Taste. Ich glaube, in dem Fall wäre es die Escape-Taste. Ja, macht natürlich dann auf Dauer gesehen, wenn man die richtig programmieren will, nicht so viel Sinn. Da sollte man dann schon zusehen, dass man das ganze Setup erweitert. Aber es sind alle Funktionen gegeben, alle Tasten sind gegeben. Die wichtigste Taste ist im Grunde genommen die Taste F10. Weil dann passiert nämlich das. Ja, die haben auch verschiedene Möglichkeiten, weiß als solches einzustellen. Das Wichtigste ist vielleicht hier, sind hier die ersten beiden Einträge. Einmal Autostart-Image und Drive. Bei Autostart-Image sagt schon der Name. Dann kann man hier im Directory, da kann man hier seine Commodore 64-Dateien anwählen. Ich kann mal jetzt hier so ein Beispiel machen. Irgendetwas nehmen. Und dann direkt hier starten. Zum Beispiel das Spiel Metal Warrior Ultra 2. Das läuft über mehrere Disketten. Die ersten auswählen. Und dann kann man hier auch ganz weiter mit den Pfeiltasten hin und her seppen. Und sagen, die möchte ich jetzt starten. Und die wählt er dann aus und wird dann sofort per 0,8,1 gestartet. Ja, das dauert in Echtzeit. Ich kann aber Ton anmachen. Ja, wie man hört, funktioniert auch der Ton. Nur der wird jetzt hier nicht ganz sauber abgespielt, aber ich denke mal, es liegt an den Einstellungen. Da muss ich nochmal ein wenig forschen, dass ich da die richtigen Einstellungen hinbekomme. Da ist auch so ein bisschen Fummelarbeit gefragt. Und wenn man dann einen Diskettenwechsel haben will, dann nimmt man am besten Drive. Drive wäre so ähnlich wie Mount. Und dann kann man sagen, Drive auf Drive 8. Und dann kann man dann dementsprechend die neue anwählen. Ein Reset kann man hier noch durchführen. Soft Reset, Hard Reset. Und dann geht man auch wieder direkt zum Commodore 64 Modus. Ja, es verschiedene Einlagen wie Speed Setting. Hier könnte man schon noch einen Warp einstellen. Ups, wo war das hier oben? Dann würde der Ladevorgang dementsprechend auch schneller sein. Ja, Sound Setting. Hier muss ich nochmal gucken, ob ich hier nochmal ein bisschen etwas verfeiner. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Der Sound, der klingt noch so ein bisschen dumpf, sage ich einfach mal. Ja, das wären eigentlich auch schon die wichtigsten Einstellungen. Unter Maschinensetting, genau, die Einstellung wäre auch noch wichtig. Da kann man dann über Joystick dann dementsprechend auch sein Joystick konfigurieren. Oder was man auch immer gerade hat. Die meisten, denke ich mal, werden dann Joystick haben. Port 1, Port 2 einmal anwählen. Und das eigentliche Setting wäre dann bei Joystick-Setting. Auch das Ganze mit den Pfeiltasten kommt man wunderbar rein. Was vielleicht noch wichtig sein kann, wäre hier die Option Swap Nativ Joystick Port. Also dann wechselt der von Port 1 auf Port 2. Wenn man jetzt nur einen Joystick hat, so wie ich, und mal ist ein Spiel auf Port 1 programmiert, mal ist ein Spiel auf Port 2 programmiert, und dann kann man den dementsprechend dann hier umswitchen. Der untere Punkt Quit Emulator, da können wir mal ganz kurz reingehen. So, dann wäre man wieder in der Bash drin. Und zwar steht jetzt hier geschrieben, zum Beispiel, in Ordner User Bin sind Informationen abgespeichert. Hier steht nochmal, dass am besten mit dem Raspberry Pi 400 arbeitet. Gut, ich habe jetzt in meinem Fall ein Raspberry Pi 3A Plus. Funktioniert bis jetzt auch erstmal super. Der Midnight Commander ist mit MC, kann man aufrufen.
Samba ist installiert, muss aber aktiviert werden, beziehungsweise deaktiviert, also manuell. Und über Raspi Config kann man hier noch diverse Einstellungen vornehmen. Das wäre dann der Befehl sudo raspi-config. Hier sind so allgemeine Informationen. Bitte spenden Sie so sinngemäß, dass er ohne without NEX Server läuft. Ne? Eigentlich müsste mittlerweile stehen without NEX and any Wayland Server. Nur mal vom Rande. Ja, und dann hier unten halt eben nochmal, was man jetzt hier machen kann mit diesem Cambia-Menü. Da weiß ich nicht so genau, wie man da reinkommt. Vielleicht gibt es da nochmal einen Nachtrag zu. Das habe ich noch nicht herausgefunden, den Befehl. Was man dann hier alles machen kann. Hier sind nochmal die einzelnen Programme, die da oben auch standen. So, nicht. Ich gebe ein sudo raspi-config. Das wäre auf jeden Fall der erste Befehl, den ich jetzt nach der Installation ausführen würde, weil hier hat man verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei Systemkonfiguration. Hier kann man LAN bzw. Wireless LAN einstellen, SID eingeben. Das kann ich ja mal eben machen. Okay, dann hätten wir WLAN auch installiert. Display Config, hier habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Nee, das lasse ich so. Das hat jetzt hier auf die Oberfläche keinen Einfluss. Gehen wir in System Option rein. Also Audio, das wäre noch interessant. Wo der Audio-Ausgang ist, da wäre bei mir jetzt in dem Fall Headset. Dann sage ich okay. Power LED kann man noch einstellen. Ja, dann wäre man hier auch schon durch. Dann kann man hier mit Back dementsprechend dann wieder zurückgehen. Und dann würde ich erstmal ein Update durchführen. Und hier sieht man auch sofort, WLAN wurde sofort erkannt. Update wird durchgeführt. Gut, das wäre dann soweit auch erledigt. Display überspringen wir. Interface, ja, was haben wir da? Kamera gibt es nicht. SSH könnte man vielleicht noch aktivieren. Dann kann man halt eben auch über das Netzwerk drauf zugreifen. Genau, SSH ist jetzt aktiviert. So, ganz klassisch. Einfach auswählen. Runterscrollen, bis man die Idee hat. Das habe ich ja schon gemacht. Und deswegen mache ich mal hier auf Abbrechen. Steht jetzt auch schon auf Deutsch. Ja, wird nicht hundertprozentig unterstützt. Hier hat man so komische Knubbels bei den Umlauten. So, und das wären eigentlich auch schon die wichtigsten Befehle oder Einstellmöglichkeiten, die man jetzt hier so machen kann. Und dann kommt man dementsprechend über Finish wieder zurück. Dann wäre man hier wieder im Prompt, also in der Bash. Dann kann man mit Exit zum Beispiel das Ganze wieder neu starten. So, ich habe jetzt hier einfach mal Uname-A eingegeben und er gibt mir aus ein Kernel 5.10, also es ist doch schon ein sehr, sehr alter Kernel, der hier verwendet wird. Aber das Ganze ist natürlich auf einer ARM-Architektur. Insofern weiß ich nicht, welcher Kernel da jetzt up-to-date ist. Und bei LSB Release-A bekommt man dann als Disputer Raspbian ausgegeben, Release 10 und Codename Basta. Das klingt doch schon sehr stark nach Debian auf jeden Fall. Schick den Klammern auch nochmal. GNU Linux 10 Basta. Müsste dann Debian 10 sein. Und hier sieht man auch nochmal schön, auf welchen Quellen zugegriffen wird. Ja, das sieht alles stark nach einem Debian Paketmanagement aus. Okay, wenn man den Befehl Menü eingibt, sollte man eigentlich ins Cambian Menü reinkommen. Dann kann man ganz bequem halt eben noch diverse Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel, dass man einen 128er haben möchte oder einen VIC-20. Aus irgendwelchen Gründen startet der jetzt hier nicht. Das ist natürlich schade, weil auf der Homepage, ich kann da nochmal ganz kurz rüber switchen, da geht es im Endeffekt um dieses Menü hier. Und hier kann man ganz komfortabel, kann man halt eben einige Einstellungen noch vornehmen. Und das ist natürlich schade, dass es jetzt bei mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich kein Pi 400 habe, sondern in Anführungsstrichen nur ein A3+.
Vielleicht ist es damit nicht ganz kompatibel. Gut, wie dem auch sei, trotzdem funktioniert die Software ja. Man kann jetzt hier drüber halt eben auf jeden Fall jederzeit in den Commodore 64 Modus starten und sofort dann Gas geben. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Glück auf!